Au! Und herzlich willkommen zurück bei Gothic 2. Mit Returning 2.0. So, wir haben in der letzten Folge ja die Rune hergestellt und ja ein bisschen, naja, Krallen ziehen und solche Sachen gelernt. Also wenn man den zukünftigen Reichtum nicht im Wege stehen. Wir gehen jetzt mal, ich hatte ja gesagt am Ende der letzten Folge, wir wollen uns mal nochmal an Louis hier für die Mördergilde ausprobieren. Das würde ich aber ganz gerne eben Mitternacht machen. So, war jemand hier in meinem Haus? Wenn ich hier fremden Code finde, dann gibt's Ärger. So, schlafen, bis Mitternacht, bitteschön. So, bis Mitternacht, wir haben es 18 Uhr, wir schlafen 6 Stunden, guck mal hier, 6 Stunden. So. Bald schon ist Weihnachten. Also wenn diese Folge hier erscheint, meiner Rechnung zufolge, sollten wir in 3 Tagen Weihnachten haben. Also Heiligabend. Was machen wir Besonderes zu Heiligabend? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht habe ich inzwischen schon eine Ahnung, wenn die Folge rauskommt. Aber heute noch nicht. So. Kessel bunt ist. Auch wie so ein besoffener Irrer hier durch die Gegend. So, ich muss aber auf jeden Fall gleich mal ein bisschen heller machen, wenn ich hier in Kampfgelage komme. Bei meinem Glück ist selbst Louis jetzt nicht da. So, Brian. Von mir hatte das nicht. Bist du ein Bürger? Du bist Bartok? Du bist natürlich Pablo? Wer sitzt hier? Ist Bürger. Ein Bürger. So, die stehen natürlich wieder hier. So, Ranga. Was du nicht sagst. Bürger. Der steht natürlich nicht hier hinten. Das war mir klar. So, Birg, Ranga, Maxi, Ringaru. Bürger, Abujin, Wasserpfeifer. So, der wird doch nicht etwas von hier oben pennen. Das hier. Sarah. Können wir uns dazulegen? Jora? Bett? Nee. Da bist du ja wieder. Was? Harad hat endlich den verdammten Auftrag für die Paladine erledigt. Das heißt, ich habe jetzt neue Waffen im Angebot. Was will ich mit deinen Waffen? Brüllen wir nicht so rum, die Leute wollen schlafen. So, Priscilla. Legen wir es zu Priscilla oder zu Sarah? Ja. Wo ist der Typ jetzt? Die Taverne von Koragon. Hatten wir Koragon eigentlich schon das Silber gegeben? Ich glaube ja. Da dachte ich ja, ich konnte ja den übelsten Reibach machen hier mit Erfahrungspunkten. Oder mit Gold. Dass der mir viel Gold schenkt. Aber dem war wohl nicht so. So. Ab. So, wo ist Louis? Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Bestimmt hier drin. Das habe ich schon immer gesagt. Bartok. Bürger. Regis. Valentino. Bürger. Bartok. Bartok. Markt. Oragon. Hat ich dir schon das Silber gegeben? Nö. Bartok. Regis, Valentino, Bürger. Wie gesagt, das habe ich mir gedacht. Bürger. Hinten vielleicht einer rum. Bist du vielleicht Louis? Du bist Louis! Genau. Mein Freund. So, ich muss einfach gucken. Ist hier irgendjemand, der uns jetzt hier die Quere kommen könnte. Wir sollen dich ja töten. Ist dein Name Louis? Ja. Ja, das mein. Und ich werde. Natürlich. Ja, ganz. Was? Ernsthafter geht's nicht. Oh mein Gott, wache. Würdest du bitte mal deine Magie ziehen?
Geht natürlich. Ein Kampf! Geht natürlich wieder auf die Nähe nicht. Wir dürfen nicht so weit hier vor. Nicht schlecht. Leg dich nie wieder mit mir an. Jo. Zombie. Ich hab doch ein Zombie einstecken. Was macht ein Zombie mit dem? Oh. Warte, wir machen jetzt erstmal. Nee, hier. Geh bloß weg mit deiner Magie. Na bitte, geht doch. Ja, hör auf, komm, Quatsch mit mir. Ist dann. Und wie natürlich ganz ernsthaft wache. Scheiße, nichts wie weg. Wache! Ja klar. Na klar. Nicht schlecht. Alter, das ist doch nicht euer Ernst. Haben wir irgendwelche Feuerzauber? Habe ich letztens so mühevoll die Rune hergestellt und der Zombie, der kriegt noch nicht mal sowas platt. Da brauchen wir wirklich schon eine Zombie-Armee, da brauchen wir mindestens zwei. Wie viele haben wir jetzt, wie viel Mana haben wir gesoffen? Dann machen wir zwei Zombies. Versuchen wir das mal mit zwei Zombies. Oh. Geh bloß weg mit deiner Magie. Weg mit der Magie. Ist dann. Ja. Ernsthafter geht's nicht. Oh mein Gott. Wache. Ach so, das ist scheiße. Das geht ja wegen der Mana, wie die Mana runtergeht, so fallen die ja um. Das heißt, ich müsste die erschaffen, Mana voll saufen. Stimmt, das ging nach der Mana. Das ist natürlich doof. Warte. Warte mal, wir machen erstmal Folgendes. Das Problem ist, der Plan geht nun so weit auf. Komm mal rauf. Ist deiner ja mein Ernst? Mach doch mal was! Komm. Schon wieder eins von diesen Biestern. Es ist bloß für die Frage, die können von mir aus jetzt umfallen. Ach so, solange die Mana hält, sind die praktisch unsterblich. Okay, gut zu wissen. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Oh. Jetzt will ich bloß wissen. So. Ich würde das auf jeden Fall erstmal sichern hier. Extra natürlich. Hab mich noch zwar eine Menge Salz gekostet hier, aber. Wir gehen jetzt erstmal zu Lord André und versuchen herauszufinden, ob wir deswegen jetzt hier irgendwo irgendjemanden hier ans Bein gepisst haben. Unruhestifter und so ein Scheiß. Jo, weil. Auch genau habe ja nicht ich den getötet, sondern die. Zombies. So, warte mal. Das Großmaul.
Dass jemand nie, dass diesem jemand, warte. Der Mann plaudert offenbar zu viel. Dieser Quacksalber Louis ist erledigt. Okay. Die Quest sollte damit abgeschlossen sein. Da habe ich gedacht, wir müssen erstmal sehen, ob wir dafür jetzt eins auf den Deckel kriegen. Okay, solange wir Mana haben, sind die Dinger unbesiegbar. So, ja, stimmt. Das muss ich mir wirklich im Gedächtnis halten. Ich vergesse das. So, Lord André, hast du jetzt irgendwas dagegen zu sagen? Wegen der Diebesgilde. Ich will das. Habe ich? Der Banditenführer Skiron ist tot. Der Banditenanführer Skiron ist tot. Hier hast du dein Geld. Ich will das. Der Banditenanführer Dexter ist tot. Hier hast du dein Geld. Jo! Es ist ja wie 6 am Lotto hier in dem Spiel. Jo, wunderbar. Mensch, wer weiß denn sowas? Jo, okay. Oh, jetzt gehen wir irgendwo pennen. Ich weiß nicht, ich glaube, das spielt ja keine Rolle, ob das Tag oder Nacht ist. Ich meine, schlafen jetzt erstmal. Nee, Quatsch. Wir gehen jetzt erstmal dort hinter. Zu dem Banditen, zu dem Mörderboss. Alter, 3500 Kröten gekriegt hier für den Banditenboss. Ich hätte. Das. Wer weiß denn sowas? Ja. Ich weiß auch nicht, ob es dafür, ob die, wenn wir jetzt Banditen sind. Das Problem ist bloß. Wir müssen ja erstmal. Ja, gut, das mit dem Waffenhändler hätten wir. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwo so klug war mit dem Waffenhändler. Das schon zu machen. Warte mal, wo ist Martin? Der Martin, der kriegt da noch einen Banditendegen von uns. So. Ich würde das Gold natürlich gewinnbringend einsetzen und Mana-Tränke kaufen. Ich würde mal so sehen, dass ich mir mal 1000 Goldstücke hier übrig lasse, dass wir vielleicht mal nach Jagd da mal daran denken, hier wegen dem Schwierigkeitsgrad, dass wir. Aber wie gesagt, scharf darauf bin ich ganz ehrlich nicht. Schwierigkeitsgrad hier zu erhöhen. So, wer wohnt denn dort? So, wir machen nochmal den hier. Den anderen lassen wir uns noch. Wir haben ja notfalls noch den Speicherplatz von der letzten Folge hier. Von der Folge davor. Also der ist ja auch nicht weit weg. Da haben wir bis halt noch nicht geschlafen und stehen auch nicht vor Louis. So. Aber falls wir nochmal wirklich zurückrudern müssen hier. Falls die Bürger, die das gesehen haben, erst in den frühen Morgenstunden dem André hier sagen, guck mal, da hat einer hier gemeuchelt. So. Lex. So, erstmal. Arschmal. So, Kollege. So, lass uns mit dem Training beginnen. Über das Problem mit Louis musst du dir keine Gedanken mehr machen. Du hast dafür gesorgt, dass er sein Maul nicht mehr aufreißen kann? Ja, der Fall ist erledigt. Der Kerl ist jetzt stumm wie ein Fisch. Nicht schlecht. Du machst Fortschritte. Und wie du vielleicht weißt, sollten Fortschritte immer belohnt werden. Ja, mein Freund. Und meiner Meinung nach ist der beste Ansporn für Jungs wie dich Gold. Also nimm dies, das ist dein Anteil für deine Bemühungen. So, guck mal hier. Du hast von einem weiteren Auftrag gesprochen. Ja, und er ist sehr dringend. Wir müssen dieses Problem so schnell wie möglich lösen, bevor uns zusätzliche Unannehmlichkeiten entstehen. Und worum geht es dabei? Kennst du jemanden namens Lema? Nein. Er ist der Geldverleiher im Hafenviertel von Corines. Ja, ich kenne ihn. Und was hast du mit ihm zu tun? Das geht dich nichts an. Alles, was du wissen musst, ist, dass Lema uns seinerzeit einen unschätzbaren Dienst erwiesen hat. Seine Hilfe hat uns das Leben in dieser Stadt erheblich erleichtert, auch wenn der Lohn für seine Unterstützung sehr hoch ausgefallen ist. Ich glaube, er hat von Anfang an geahnt, wer wir sind und womit wir uns beschäftigen. Tatsache ist, dass er sich vor allem für Gold interessiert, deshalb hat er uns auch nicht mit vielen überflüssigen Fragen belästigt.
Zumindest bis vor kurzem. Aber jetzt ist dieser Bastard zu weit gegangen. Was hat er denn getan? Das ist ganz einfach. Mir ist zu Ohren gekommen, dass seine Geschäfte in der letzten Zeit nicht sehr gut laufen. Er hat viele Schuldner, aber nur wenige sind in der Lage, ihre Rechnungen zu begleichen. Deshalb ist er auf die Idee gekommen, dass es nicht schlecht wäre, sein Gold noch auf eine andere Art zu verdienen. Und welche? Stellt dir vor, er hat von uns verlangt, dass wir tief in den Geldbeutel greifen müssen, wenn wir nicht wollen, dass andere etwas von uns erfahren. Er droht damit, uns an Lord André und seine Miliz auszuliefern, wenn wir uns weigern. Aber ich sage dir was, wenn dieser Bastard meint, sich mit diesen Leuten verbünden zu müssen, dann werden wir das natürlich nicht auf sich beruhen lassen. Dann sollte einer von unseren Jungs zu Lema gehen und die Geschichte in Ordnung bringen. Ha! Versuch nicht, mich für dumm zu verkaufen. Ich hätte es längst getan, aber es gibt da ein Problem. Welches? Es sieht so aus, dass das bloße Erscheinen eines meiner Leute in der Nähe von Lemas Haus ihn sofort alarmieren und veranlassen würde, zu Lord André zu rennen, was natürlich nicht in unserem Sinne ist. Er ist keiner und weiß ganz genau, dass wir selbstverständlich etwas versuchen werden, um ihm beizukommen. Außerdem kennt Lema fast alle meine Jungs persönlich. Dieses Risiko können wir nicht eingehen, deshalb müssen wir in diesem Fall etwas subtiler vorgehen. Stellt dir vor, zu allem Überfluss hat er vor kurzem auch noch einen Leibwächter angeheuert. Luther kennt diesen Kerl. Er ist ein ausgezeichneter Kämpfer und es wird schwierig werden, ihn ohne großes Aufsehen auszuschalten. Es sieht so aus, als würde Lema keine Fehler machen. Ja, dieser Bastard hat praktisch an fast alles gedacht. Alles, bis auf eines. Was meinst du damit? Ich. Dich natürlich. Dieser Trottel hat keine Ahnung, dass du einer von uns bist. Ich stelle mir gerade sein dummes Gesicht vor, wenn er das herausfindet. Heißt das, dass ich ihn erledigen soll? Kennst du vielleicht einen besseren Weg? Ich glaube, kaum. Deshalb verschwende jetzt keine weitere Zeit, geh zu Lema und sorge dafür, dass uns dieser Bastard nie wieder gefährlich werden kann. Und was ist mit dem Leibwächter? Wenn es nötig ist, musst du dich um ihn ebenfalls kümmern. Natürlich wird das nicht einfach werden, aber was sollen wir sonst machen? Mit seinem Leibwächter werde ich schon irgendwie klarkommen, aber sein Haus ist ständig voller Leute. Wenn ich ihn vor aller Augen töten würde, hätte ich doch sofort die Miliz am Hals. Sei nicht albern. Das ist doch so klar wie Kloßbrühe. Ich gebe dir einen guten Rat. Du musst versuchen, den Geldverleiher an einem Ort zu stellen, wo es keine Gaffer gibt. Jo. Ha, und wie soll ich das machen? Ganz einfach. Ich habe vor kurzem gehört, dass Lema abends öfter den Hafen aufsucht, offenbar, um einen Spaziergang zu machen und dabei die frische Seeluft zu genießen. Normalerweise hält sich dort um diese Zeit niemand sonst auf. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Ich denke, das ist die Chance, um ihn zu stellen und zu töten. Das hört sich gar nicht so schlecht an. Na, und ob? Also, du weißt jetzt, was du zu tun hast. Enttäusche mich nicht. Ich werde versuchen, mich von meiner besten Seite zu zeigen. Das ist schön. Und noch eine kleine Bitte. Welche? Wenn du dieses fette Schwein mit deinem Degen durchbohrst, bestelle ihm schöne Grüße von mir und meinen Leuten. Gut, ich werde es ausrichten. Das ist immer schön. Hauptsache, wir müssen einen Dialog vorher machen. Das Großmaul. So, Lemur töten. Eieiei. Ich denke mal, dass der Abend, von dem wir gesprochen haben, so lange vorbei ist und wir das nicht mehr machen können. So, wir nehmen nochmal den hier. Jo. 4. Nee, Quatsch. Wir wollen zum Hafen. So. Wir müssen aber erstmal ein bisschen Mana kaufen. Weil ich glaube, der Lemur hat ein bisschen mehr auf dem Kerbholz als der andere Typ da. Der Korinneshafen. So. Lema. Am Hafen spazieren. Wie gesagt, ja, ist ja fast gleich wieder morgen hier. Wie lange ist das? 3.36 Uhr. Da fliegt das der wird noch wieder in seinem Bettchen hocken. So. Er ist hier jetzt hintergerannt. So. Wer verkauft uns hier Mana-Tränke? Das ist Alrik.
So, haben wir Feuermagie? Das wäre natürlich, wenn wir den Typen einfach nur abfackeln könnten. So, Feuermagie, Eispfeil, Feuermagie hatten wir keine mehr. Dann müssen wir mal im Kloster vorsprechen. Pass auf, wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir gehen. Der Abend ist sowieso vorbei. So, wo ist unser Haus? Wir gehen jetzt in unser Haus hier und nächtigen mal eine Runde. Dann wollen wir uns hier ein bisschen Mana hier aneignen und dann wollen wir Lema seines Todes zuführen. So. Vorher, bevor wir das machen, wir haben ja noch die Sache hier mit dem, wie heißt er? Mit dem, vom Kloster, mit dem Typen da offen hier da würde ich versuchen, in dem Zug natürlich vorher das abzukaufen für 1000 Goldstücke. Ja, ich rede hier. Und dann diese 1000 Goldstücke mir, wenn wir ihn getötet haben, wieder zurücknehmen. So. So, da gehen wir erstmal zum Kloster. Frag dich, ob wir das alles schaffen in der Folge. So, machen wir hier die Tür auf. So, weil der Parlan hier, der gibt uns ja nichts für unser Tun. Das ist ja typisch Feuermagier. Warum auch Leute belohnen dafür oder bezahlen für das, was man macht. So. Nein, du doch nicht. Du. Ich brauche... Uiuiui, so Mana-Tränke. 15, das wäre ein... Jo. 10 mal 75 sind 750. Jetzt alles nichts, wir brauchen das Zeug. So, Feuerball kostet 175. Wie viel haben wir jetzt? 4. 4 sollten mindestens reichen. So. Was brauchen wir noch? Den Mana-Trinke, Feuerball. Feuermagie haben wir. So. Kann ich speichern, das ist hier rauf. Dann saufen wir gleich mal ein Stückchen Mana. So. Dann kehren wir wieder frisch vergnügt hier in den Hafen zurück. Und würden jetzt, wie lange haben wir das? Ja, warte mal, hat er das hier irgendwo stehen? Lemas Erpressung. Ja, Abend. Was ist abends bei denen? Erstmal ausnutzen, bla 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 bla. Das ganze Gequatsche. Das war mir von Anfang an klar. Das ganze Gequatsche von dem Asmal. Hätte auch mit 3 Worten, in 2 Worten. Töte Lemmer. So, na gut. Wir sind ja ein Gossip. Wir wollen ja tolle Gespräche hier hören. So, gehen wir im Puff schlafen. So, wir haben jetzt 14 Uhr. Wir würden vor dem Schlafen natürlich speichern. Ich würde sagen, wir versuchen das mal bis 20 Uhr. Wir schlafen mal bis 20 Uhr. So. Also machen wir wieder den hier. So. Ausruhen. Nee, was habe ich gesagt? Wir machen 6 Stunden. Nee, wir machen 5. Da haben wir es 19.27 Uhr. Ach, halt doch die Schnauze. Sollten wir, ich bin mal gespannt, ob die 18 oder 20 Uhr meinen. Definition von Abend, das ist immer so eine Sache hier. Ich schätze mal, der sitzt hier noch drin. Na? Ja klar. Warte. Hey, was treibst du dich hier rum? Was willst du hier? Aber warte mal, ich glaube, ich kenne dich. Ach genau. Du bist doch der Kerl, der ständig im alten Lager aufgekreuzt ist und Unruhe verbreitet hat. Hey, ich denke mal, du wirst dich bestimmt an mich erinnern. Tut mir leid, aber ich kenne dich nicht. Merkwürdig. Ich habe eigentlich ein gutes Personengedächtnis und dich kann man doch kaum mit jemandem verwechseln.
Ich habe aber ein schlechtes Personengedächtnis. Na schön, das ist nicht so wichtig. Ich will dir einfach mal einen Rat geben, halte dich von Lima fern. Er mag es nicht, wenn man ihn mit Kleinigkeiten belästigt. Kapiert? Versuch bloß nicht, ihm Probleme zu machen, sonst werden wir noch eine nette Unterhaltung haben. He, he, hast du's gerafft? Ich werd's mir merken. Wäre das Beste für dich. Jo. Speichern das mal trotzdem hier ab. So, warte mal. Also, wenn wir jetzt ein Lema anquatschen, will der uns hier das Fell abziehen. Lass mich in Ruhe. Oder? Ich sag dir, was brauchst du? Nee, lass mal. Lass mich in Ruhe. Zeig mir deine Ware. Ja, wir müssen ja das Ding hier. Relikt von Parlan. 1000. Nee, das ist mir zu weit weg. Warte. Was hat denn da noch gehabt? Was war das für ein Trank? Elixier des Geistes, 2000. Bonus für 2000 Kröten. So, nee, okay. Wir warten bis der jetzt hier, wir haben jetzt die 20:01. Ich weiß nicht, wie gesagt, am Abend. Lemas Erpressung. Er wird also Schwert. Dass Lema abends gern im Hafen spazieren geht. Und meinte, wo die beste. Ja. Ist wie gesagt, abends ist es ein weites Feld. Können wir hier nochmal irgendwo eine Stunde schlafen? Das fällt überhaupt nicht auf, wenn wir hier so begierig hier vor seinem Haus rumrennen. Jack. Benja. Ich hab da meine eigene Meinung. Borka. Haben die wieder so ein hässliches Geländer davor gebastelt. Ich würde jetzt nochmal eine Stunde schlafen gehen hier. Ihr habt doch sicher nichts dagegen, wenn ich mich hier in so ein Puffbett reinlege. Banja. Da muss man auch mal zuhören. So, wir machen jetzt mal eine Sache. Das müsste der Turmschlüssel für Joe sein, wurde mir geschrieben. Dankeschön nochmal, Grüße gehen raus. So. So, wir machen mal ausruhen, wir machen mal hier eine Stunde. Wie gesagt, abends ist es. Brauch Uhrzeiten. So, wir haben ja alles zugetackert, dass man hier nicht einfach runterrennen kann. Boing, einmal dreimal gegen die Wand hier. Gonzales. So. Ich fragte, geht er mit dem Hafen spazieren? So, wo genau am Hafen? Der Hafen ist groß. Ich werde da jetzt immer noch hier drin. Nee? Okay, wir speichern das mal auf den zweiten Platz. Ich hoffe, wir schaffen das noch heute. Vorher natürlich den Scheiß dort abkaufen. Jetzt müssen wir erst mal gucken, in welchen Teil. So, wir gucken erstmal hier vorne, das ist der kürzere Weg. Gehen wir. Natürlich. Warte mal, wir legen uns erstmal den Feuerball hier zurecht. 7. So, auf der 7 haben wir einen Feuerball. So, speichern. Okay, die sitzen hier. So, wir halten uns mal ein bisschen fern hier. Ja, weiter, dass die nicht sofort auf uns hier. Lass mich in Ruhe. So, erstmal. Zeig mir deine Ware. Kaufen wir dem für 2000 Kröten. Das Ding können wir ihm nicht abkaufen. Wir können ja auch das Ding hier erstmal abkaufen. So. Schöne Grüße. Ehm, heißt das etwa, dass du für diesen Bastard arbeitest? Ha? Hättest du nicht gedacht, was? Also hat er dich zu mir geschickt? Ehm, geschickter Schachzug. Doch ich fürchte, das wird ihm kaum helfen. Vor solchen Rotznasen wie dir habe ich nichts zu befürchten. Ich glaube, mein Leibwächter wird eher Hackfleisch aus dir machen. Hi, du Ausrufezeichen, steh da nicht so rum wie ein Götze. Ja, du Ausrufezeichen. Was du zu tun hast. Mach ihn fertig.
aber ein bisschen plötzlich. Schlecht für dich, Jungchen, dass du dich auf diese Sache eingelassen hast. Wir hätten einen Eisblock gebraucht. Daran beißt du dir die Zähne aus. Wache! Einen haben wir schon verbraucht. Ich will den Dialog kriegen, aber die dann so mir holen können. Wir probieren das erstmal. Wir werden jetzt wieder alles, was wir denen jetzt abgezogen haben, bereit. Das haben sie ja wieder voll. Lähmer, haben wir hier voll, so. Das wirst du bereuen. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Alarm! Nee, das funktioniert so nicht. Pass auf. Das machen wir ganz geschickt. Ja, wir sind eigentlich fertig, aber ich wollte das vielleicht doch geschafft haben in der Folge. Wenn die sich dort irgendwo festbeißen, das könnte was werden. Könnte. So. Das ist doof, wenn wir den Lehmer für eine andere Quest dann irgendwann nochmal brauchen. So. Ich gehe mal hier hin. Halt, damit wir direkt ins Wasser können. Lass mich hin. So. Erstmal wieder das übliche, das Ding hier. So. Nein, was haben wir jetzt gekauft? Nö! So, erstmal die Wegrenntaktik, dass wir die aus der Ferne dann angreifen können. So aus dem Dialog heraus, das ist immer zum Kotzen. Was brauchst du? Hey, lass mich in Ruhe. Nee, warte, zeig mir erstmal deine Ware. So, dann gibst du erstmal das Ding mit. So, dann beenden wir nochmal unsere. Ich wusste, dass es dir. Leider brauchte ich. Ja, komm. So. Lass mich in Ruhe. Ja, guck mal hier. Hi. So. Wir versuchen ja schlau zu sein. Wir wollen ja taktisch vorgehen hier. Ja. Bevor wir die angreifen, machen wir uns aber nochmal einen Speicherplatz. So. Haben wir jetzt noch keinen Feuerball verschwendet, das ist schön. So, dort sitzt die Bande. So, dann machen wir das so, pass auf. Einer hatte dann auf einmal ziemlich wenig Energie hier, aber wenig Power. Jemals Leibwache. Das wirst du bereuen. Alarm! Da ist sie jetzt schon wieder runtergefallen. Alle beide. Haben die jetzt hier hochgerannt? Hä? Sind dort unten. Ich meine, wir könnten den natürlich auch im Wasser holen. Ist das blöd, wenn jetzt beide hier sind. Jetzt aufhören! Sofort! Der war doch gerade noch fast tot! Das ist Mist mit dem Wasser, dass wir ins Wasser fallen. Der Drecksack hat sich geheilt. Warte. So, komm schon. Gut. Das wirst du machen.
So, den hätten wir erstmal. So, der Leibwächter ist. Den würde ich jetzt erstmal. Ja. Besonderer Dolch. Wenn wir den nicht ausräumen. Nichts zu plündern. Nichts zu plündern? Willst du mich verarschen? Ich will mein Gold wieder haben. Warte, warte. Wir speichern mal. Ach, das ist jetzt doof. Wir machen mal hier oben ausnahmsweise mal. 3. Weil wenn wir den jetzt nicht holen hier, dann verpetzt er uns. So. Ja, der ist dort unten. Das ist natürlich jetzt doof. Probieren wir mal was. Mörder! Ja, genau. Wo ist denn der jetzt? Es schwimmt hier immer noch rum. Das ist ein tierisches Problem. Wenn wir den jetzt hier holen irgendwie. Hier so im Wasser. Ich will ausprobieren. Warte mal. Deswegen habe ich gerade den Speicherplatz gemacht. Wir laden das nochmal neu. Wir bringen als erstes natürlich den Lehmer um. Und. Ach nee. Nee, Quatsch, pass auf. Machen das anders. Ich will mal versuchen. Spiel laden. So, wir machen mal nochmal den hier. Wir kaufen jetzt das Objekt unserer Begierde noch nicht von dem. Ich glaube auch nicht, dass wir das dann nehmen können, wenn wir den umgehauen haben. Also entweder investieren wir jetzt 1000 Goldstücke, um das Ding dort zu kriegen. Ich sag dir, was brauchst du? So, wir machen das wie gehabt. Hey, so. Lass mich. Ja. Hi, du. Schlecht. So, wir holen zuerst natürlich wieder den Lehmer. Das ist doof, mit dem ins Wasser springen dort. Das ist richtig bescheuert. Ich wette mal, wir können das Objekt unserer Begierde ihm dann nicht einfach entreißen. Na klar! Jawohl. So. So, Lehmer. Nur von denen natürlich. Das wirst du bereuen. Ja, genau das habe ich mir gedacht. So, ich bin mal gespannt. Nee. Sind wir nicht. Besonderer Dolch. Nee. Pass auf. Wir nehmen das jetzt mit, damit die Quest raus ist. Kostet unsere beschissene 1000 Goldstücke hier. Wir laden mal. Ich bin mal gespannt, wo der Typ jetzt ist hier. Ich will das jetzt fertig machen mit dem. Wir könnten den Wassertrick probieren. Den wir damals mit den Typen im Dingslager gemacht haben. Hier von den Fanatikern. Stirb, Mörder. Wo ist der jetzt? Der ist da unten.
Na, bewegt dich doch mal. Sag mal, wo ist denn die Tür? Hier. Wo ist er jetzt? Hallo? Da rennt hier unten bei der Diebesgilde lang. Ich geh kaputt. Das wirst du bereuen. Macht's aber ganz gut. Ey, 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 ey. Bleibt da auch hier hängen? Wo ist denn der? Ja, das ist das wieder, dass die hier. Dass die mir wieder nicht folgen, sobald die das Schwert weggesteckt haben. Das ist. Das wirst du bereuen. Das Problem ist, er wird sich gleich heilen. Wetten, der ist wieder voll. Ja, klar. Je weiter weg der ist, desto besser. Ja, wollen wunderbar! Scheiße! Was mir an. Jetzt krieg. Natürlich ist jetzt mein Mann alle. Komm, nimm den Bogen. Wag es ja nie wieder, mich anzugreifen. Halt doch deine dämliche Ranzfresse, Mann. Ein bisschen mehr Mana hätten wir es geschafft. Warte mal, der Feuerball, nimmt der mehr weg? Wir haben noch den. Haben wir den Feuerball schon aufgebraucht? Wir machen erstmal den Feuerball und dann den Rest mit dem Ding. Stirb, Mörder. Ja, ja. Lass da unten. Er rennt jetzt natürlich dort unten rein. Und wir legen hier mal den hier. Nein! Scheiße! Ja, jetzt hängen wir wieder hier fest. Ich hasse die Stelle. Feuerball. So. Wo ist der Typ? Da. Erstmal um die Kurve rum. Das wirst du bereuen. Komm, nimm doch mal Scheiße hier. Ah. Mann. Jo. Das nehmen wir jetzt so. Ich hab's aber einen Mana-Trank zu viel gesoffen. Aber egal. Nein. So. Bevor wir jetzt die Folge hier beenden. Will ich wissen, ob irgendjemand was dagegen jetzt hat. Da hat der Mörder gebrüllt und den einzigen Zeugen, den haben wir ja gerade gemeuchelt. Ja. Okay, der hält mich schon mal nicht auf. Das ist ja ein eindeutiges Indiz, oder? Dort André. Ich will. So, okay. Dann machen wir Feierabend für heute. Wir speichern das hier drauf. So. Damit. Ja, die Folge war jetzt etwas länger. Aber Lema bedurfte besonderer Aufmerksamkeit. So, ich hoffe dennoch, dass es euch gefallen hat. Gebt mir einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Lasst mir ein Abo da.
und geht mal unten in der Beschreibung. Twitch-Link könnt ihr mal gern anklicken. Und mich da mal besuchen. Dankeschön fürs Zusehen. Ciao. We'll be right back.